Liebe Gäste live vor Ort in Weinfelden und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von zu Hause aus oder von unterwegs oder von wo auch immer Sie uns gerade zulassen. Grüezi miteinander. Mein Name ist Anita Buri und ich begrüße euch hier in Weinfelden an der Vega live vom Stand von Lidl Schweiz. Weinfelden heisst, also in Weinfelden hat es ja die Vega, also wo so viel heisst, wie die Weinfelder Gewerbeausstellung. Und ich habe vernommen, dass die Vega dieses Jahr 70 Jahre Jubiläum feiert. Also ich habe gefunden, das ist schon ein Grund, dass wir das Podcast-Studio hier mal für einmal platzieren. Meine Damen und Herren, das hier ist ein Live-Podcast-Aufzeichnung. Das heisst, alles geht online, was wir jetzt hier sagen. Und wir begrüßen jetzt hier vor Ort Thema, wo mit seiner absoluten Stärke in der letzten Zeit so richtig abgeräumt hat im Schwingsport, nämlich in Interlaken an der Unspunnen schwingend, hat er den Siegerpokal geholt. Ein Hallo geht an unseren Thurgauer Superschwinger, der Samuel Giga. Hallo miteinander. Du Anita. Es hat keinen Pokal gegeben, den Muni gegeben. Es hat den Muni gegeben, aber wir sagen das auch so. Der Sieger hat immer einen Pokal, dann können wir uns den visuell vorstellen. Oder? Du hast aber den Muni wieder abgegeben im Jahr, oder? Du bist ja, ja kein Bauer. Muni ist zum Bauer Retto, der ist wieder in den Stall, wo er aufgewachsen ist. Ja, aber was hast du denn sonst noch so bekommen? Noch eine Glocke jetzt gegeben und einen Bargeldbetrag. Und diese Glocken hängen jetzt bei dir zuhause? Ja, sie hängen noch nicht. Aber daheim habe ich sie, ja. Aber da tust du selber handwerklich Hand anlegen, oder? Wenn man so Preise aufhängt und so. Oder macht das jemand für dich? Nein, das machst du selber. Das machst du selber, hä? Also eben, wie gesagt, du hast von 6 Gängen 6 Mal gewonnen an dieser Unspunnen schwingend, oder? Das ist nicht mehr nichts. Haut ab, also ich gratuliere dir da auch noch von meiner Seite aus. Und jetzt so ein paar Wochen später, wie geht es dir da? Sag mal, bist du schon oben runtergekommen, erholt? Ja, mir geht es super. Ich konnte es auch schon hauptsächlich verarbeiten. Ich habe noch etwas Pause gemacht. Etwa 2 Wochen nachher war schon noch ein Wettkampf, den ich gemacht habe. Bis dahin habe ich noch trainiert. Jetzt habe ich 3 Wochen Pause gemacht, auch Trainingspause. Ich war mal vor, noch in der Ferien. Und jetzt, ab nächster Woche geht eigentlich das Training wieder los. Also schwingen noch nicht. Schwingen lassen wir dann im November wieder los. Mhm. Also die Unspunnenschwingen, die zählt ja als eine der 3 wichtigsten Schwingfeste, die es überhaupt gibt, oder, in diesem Land. Warum eigentlich? Weißt du das? Kannst du das erzählen, erklären? Ja, das ist von der Geschichte her ist das auch gekommen. Also das Unspunnenschwingen oder das Unspunnenfest ist ja im 19. Jahrhundert zuerst mal stattgefunden, also 1805. Da ist Steinstossen, Jodeln, Singen, Schwingen, ist alles auch nicht dabei gewesen. Mittlerweile, seit den 80er Jahren, hat der Schwingfest einen eidgenössischen Charakter. Also, und das bedeutet eben, dass eins von diesen 3 Schwingfesten ist, neben dem eidgenössischen Kilchberg und Unspunnen. Die Unspunnen und Kilchberg finden nur alle 6 Jahre statt. Ist eigentlich wie so immer ein bisschen eine Revanche zum eidgenössischen. Also immer noch am eidgenössischen findet das eine oder das andere statt. Und darum ja, ist das eines der wichtigsten Schwingfeste, die wir haben. Und jetzt sagt man dir ja nachher, Samuel, du sagst eher ein zurückhaltender Typ, ein ruhiger, also der Fokus liegt absolut beim Sport und es ist dir jetzt nicht so wichtig, dass deine Person da immer im Mittelpunkt ist. Jetzt aber durch den Sieg bist du natürlich im Mittelpunkt gekommen, also du hast unterdessen diverse nationale Interviews schon gegeben. Hast du dich daran gewöhnt, an die Öffentlichkeit? Ja gut, ich sage daran gewöhnt. Ich habe mich vorher schon, jetzt die erste Zeit Interlaken. Das ist auch so ein bisschen ein Reinkommen, ein Reinwachsen, ein Üben, damit umgehen. Und nein, mittlerweile finde ich, geht es recht gut. Fühlst du dich wohl? Sind sie nicht nett zu dir, die Journalisten? Ja, sind sie eigentlich schon immer gewesen. In deinem Sport gibt es ja die einzelnen Schwingfeste und dann kann man ja immer, entweder gewinnt man, wie du das etwa dir abräumst, oder dann sammelt man Punkte für die Jahreswertung. Und bei dir ist es ja jetzt ganz klar schon so, dass du hast, glaube ich, im 18., im 21., im 22., bist du da immer zoberst gewesen von dieser Jahreswertung. Also, meine Damen und Herren, das ist Nummer 1 im Schwingsport lang gewesen. Jetzt aber hast du unspunnen gewonnen. Du bist dort der Sieger.
Aber Nummer 1 bist du nicht mehr. Also jetzt bist du auf Rang 7. Was ist denn jetzt so wichtig so als Schwinger? Was bedeutet dir mehr? So ein Unspunnensieg oder die Jahreswertung gewinnen? Ja, ich denke, die Leute können mal gerade fragen, was wichtiger ist. Ja, was ist denn euch? Es ist Unspunnen findet natürlich nur alle 6 Jahre statt. Also dort in meiner Karriere vielleicht 2-mal, vielleicht 3-mal hat man die Chance zum Teilnehmen, wenn alles super passt. Und eine Jahreswertung gibt es alle Jahre. Und dieses Jahr hatte ich mit ein bisschen Verletzungen noch zu kämpfen gehabt. Dann mag ich mit der Anzahl Schwingfest gerne noch, um genug Punkte zu sammeln. Darum, für mich persönlich ist dieses Jahr sicher die Unspunnen schon wichtiger. Ja, also du sagst jetzt von deiner Verletzung, du hast die Schulter verletzt gehabt. Nein. Oder was hast du gehabt? Dieses Jahr nicht. Nein, dieses Jahr mit dem Nacken anfangs Jahr noch ein bisschen Probleme gehabt. Ja. Dann kam noch eine Rippe dazu. Ja, das ist, und das jetzt im Moment zwickt es nirgends? Ah, nein, das ist alles wieder gut. Jetzt ist alles in Ordnung. He? Jetzt bist ja du, Samuel, du bist Mitglied vom Nordostschweizer Schwingverband. Und als Schwinger, eben, da tut man Punkte sammeln für sich selber. Man ist eigentlich ein Einzelsportler. Und gleich habt ihr natürlich zusammen, ihr vom gleichen Verband. Also was ist denn das für eine Beziehung jetzt zu deinen Kollegen Schwinger von diesem Verband? Also eben, irgendwie sind die Konkurrenten und irgendwie dann eben gleich wieder nicht. Ist einfach immer die Hauptsache, dass einer vom Schwingverband gewinnt. Dann hat man Freude und mag denen den Sieg gönnen. Was sind das für Beziehungen? Erzähl mal. Ja, eben, schlussendlich ist natürlich Schwingen schon ein Einzelsport. Am Schluss, am Schwingfest, in den 6 bis 8 Minuten, wo man Zeit hat, um den Gegner zu gewinnen, steht man allein im Platz rein. Muss man den Kopf muss man selber einschalten, um die richtige Taktik, um die richtige Technik zu finden. Und gleich, aber dass man dann am Sonntag kann die Leistung bringen kann, muss man die ganze Woche trainieren, über das ganze Jahr hinweg. Und um dort können, ich sage, effizient trainieren, braucht es natürlich auch Gegner oder Kollegen, die sage, technisch oder kraftmässig auf einem ähnlichen Niveau sind wie einem selber. Und das ist ja schon wichtig, dass man auch eine gute Beziehung hat zueinander. Und da haben wir auch. Und so kann man ja kann man die ganze Woche wirklich Vollgas geben, trainieren, im Winter Technik verbessern. Und darum sieht man die Leute sehr viel. Also die sieht man sehr regelmäßig. Und da gibt natürlich schon auch einen guten Zusammenhalt. Das glaube ich. Also zusammen trainieren, sich aufbauen, aber nachher am Wettkampf oder am Schwingen selber, dort ist man dann vom Gegner. Hey. Ja, wenn man dann gegeneinander schwingt, ist man dann schon gegeneinander. Ja. Und da wird ja eingeteilt, oder? Also genau. Du hast jetzt eine Kranzstatistik auf deiner Website, also ganze 60 Stück hast du schon abgeholt. Mhm. Wo ist denn das Ziel? Du bist noch jung, du bist jetzt 25. Mhm. Hast du irgend so ein Kranzziel? Nein, Kranzzahlen in dem Sinn nicht. Möglichst viel wäre natürlich gut. Aber nein, ich hoffe, ich kann noch irgendwo vielleicht 10 Jahre schwingen und wenn das so weiterläuft, ohne gröbere Verletzungen, dann kommen schon noch die einen oder anderen dazu. Mhm. Jetzt habe ich mich natürlich schon hinterfragt, eben, jetzt hat der so abgeräumt, der Samuel, was ist neu? Jetzt habe ich vernommen, du hast einen neuen Mentaltrainer. Mhm. Also der hat ja also absolute Stärke gegeben. Was ist denn jetzt anders bei diesen Trainings? Ja gut, Mentaltraining, das ist ein Thema für sich. Da gibt es natürlich auch ganz einen Haufen verschiedene Varianten oder Methoden, wie man das trainieren kann. Nach Zug habe ich mit dem Mentaltraining angefangen und bis letzten Winter habe ich mit dem gleichen zusammen geschafft. Ich habe da sicher den ganzen Bereich mentales Training auch im Kopf super kennenlernen. Mich auch sicher weiterentwickeln können. Ich bin aber gleich irgendwie an einem Punkt, wo ich mir sage, ich will noch etwas anderes ausprobieren, eine andere Technik. Und dann bin ich da auf Sporthypnose gestoßen. Und jetzt ja, habe ich seit dem Februar bis anhin habe ich da die Sporthypnose gemacht. Und das ist ja, sehr spannend, sehr wirkungsvoll, finde ich. Und darum denke ich, wird man dann auch so weitermachen. Also das heisst, du bist hypnotisiert an die Unspunnen schwingen gegangen, oder wie? Ah, nein, bin ich nicht. Das nicht? Nein, nein. Und sonst würdest du es nicht verraten, gell, wenn es so wäre. Aber direkt nach der unspunnen Schwingen ist es ja gerade weiter mit Sport. Also dann ist ja da der nationale
Turntag ist gsi, oder, in Weinfeld. Und dort habe ich vernommen, du hättest auch dort absolut abgeräumt, also auch wie anderen Sportarten. Du hättest dort nämlich von total 100 Punkten, die man holen können, hättest du 96,5 Punkte abgeholt. Was für einen Sport kannst denn du nicht? Ich denke, also, das Balletttänzer wäre nicht ganz mies. Also weißt, ich hole jetzt mal aus, du hast im Steinstossen, Steinheben, hast 10 Punkte gemacht. Mhm. Das ist das Maximum, das man haben kann, oder? Im 100-Meter-Lauf und Bodenturnen hast du 9,5 Punkte gemacht. Und im Schwingen dreimal nacheinander natürlich auch maximal Punkte geholt. Aber Hoch- und Weitsprung hast du rausgelassen. Du bist ja 123 Kilo schwer. Mhm. Also das wäre wahrscheinlich nicht so gut gekommen, oder? Das ist schon wegen dem Gewicht. Stimmt das? Ja, nein, man kann natürlich da sicher auch gut, wenn man es mehr üben will, wenn man Technik drin hat. Ist ja gleich, was man macht, ist ja alles eine Technik, Technik-Sache. Und ja, ich sage aber, Steinheben und Steinstossen ist für mich persönlich die sichere Note, weil in den Sprüngen muss man einen Balken treffen. Und da habe ich auch in jungen Jahren schon nicht angebracht. Und dann ist natürlich ganz klar so, auch mit meinen 100, gut 120 Kilo, komme ich natürlich schon nicht auf die Weite, wo ich müsste, dass es eine anständige Punktzahl gibt. Also du hast jetzt noch 120 Kilo, hast du etwas abgenommen? Ja. Nein, ich habe keine Waage daheim, aber irgendwo zwischen 120 und 125 sind sicher. Aha. Und jetzt eben, jetzt hast du dort abgeräumt an diesem Turmtag, aber du bist ja eigentlich ein Sennenschwinger. Das sind ja die, die mit diesen Hemper antreten. Ich habe extra auch ein Edelweiss-Shirt gekauft für heute, aber Turnerschwinger beim Schwingen, die haben ja die weißen T-Shirts an. Genau. Aber wenn du ja auch kannst turnen kannst, wieso bist denn du ein Sennenschwinger? Ja, bin ja schon ein paar Mal gefragt worden. Aha. Aber es ist ja so, ja, mit etwa 7 habe ich angefangen zu schwingen. Und dadurch, dass bei uns in der Familie als Sennenschwinger waren, sind, ist mir natürlich als kleiner Bub auch Edelweiss im Park gelegt worden. So ist man dann an den Jungschwingertag und hat so geschwungen. Und hat dann erst mit 10 oder 11 angefangen Nationalturnen. Aha. Und dann habe ich natürlich nicht mehr auf Turnschwinger umgestellt. Und sie sind natürlich auch schön, die Edelweiss-Hemper, oder? Müssen wir sagen. Deine Freundin hat gegenüber der Schweizer illustriert, das ist ja die Michelle, deine Freundin, oder? Genau. Sie hat gesagt, der Samuel könne nicht gut verlieren. Also auch wenn er so dünn Jasse in der Familie und so, das sei schwer. Also dann bist du ein absoluter Wettkampftyp, egal was du machst. Ah ja, also verlieren, ich kann schon verlieren, aber es wurmt mich einfach, das ist ja so. Aber ja, ich sage, es ist gleich bei was. Ich komme immer so ein bisschen in den Wettkampfmodus rein, wo du eigentlich schon immer gewinnen. Das ist ja so, es ist gleich in welchem Spiel, ob Jassen, ob vier gewinnt oder was auch immer, oder ob man mal geht, Minigolfen oder irgendetwas, wo man schon immer der Beste sein. Ja. Jawohl, jetzt möchte ich noch schnell ausholen und Ihnen erklären, dass das der erste Gast ist jetzt für mich persönlich, wo da, der erste Gast, der in einem Live-Podcast mit mir das erlebt jetzt, oder? Aber du bist eigentlich jetzt schon das zweite Mal Gast bei mir im Podcast, bist Nuri mit Buri, also das kann man gerne nachlesen, also nachhören. Das ist die Episode Nummer 7, das haben wir im März 2021 aufgenommen. Und jetzt, diese Folge ist bereits Episode Nummer 44. Also wenn man den Samuel Giger noch ein bisschen genauer kennenlernen will, ein bisschen persönlich hören will, dann kann man dort sehr gerne mal reinhören. Das ist zu finden auf allen bekannten Podcast-Plattformen, die es gibt, unter dem Titel Schnurri mit Buri. Und dann haben wir natürlich noch mal etwas zusammen erlebt. Wir haben letzten Sommer haben wir online zusammen mit dem Krigu Stucki haben wir so eine fünfteilige Schwingtalk-Serie aufgenommen. Weißt du noch? Und dann, ja, haben wir euren Sport diesen Leuten ein bisschen näher gebracht. Weil jetzt sind wir doch einmal ehrlich. Was Schwingen ist, das wissen wir alle. Wir wissen, die müssen den Gegner auf den Rücken bringen. Oder? Aber so Details, wie werden die eingeteilt, um was geht es da eigentlich? Das wissen im Fall viele nicht. Also zum Beispiel in meinem Umfeld ist es so, aber du bist natürlich voll in der Schwingerszene drin, oder? Wenn du jetzt so unterwegs bist, hast du das Gefühl, Herr und Frau Schweizer da aussen, die jetzt nicht in der Schwingerszene sind, die kommen draus im Schwingen? Die haben eine Ahnung? Die nicht in der Schwingszene sind. Ja, was hast du das Gefühl? Gut, die nicht in der Schwingszene sind, die kennen ja vielleicht die Schwinger schon gar nicht.
Ja, Moment, man nimmt euch schon wahr in den Medien, finde ich. Also man liest andauernd von euch, aber um was eigentlich geht, die Regeln und so, die haben wir schon müssen erklären. Und ich habe dann eben das erste Mal das Eidgenössisch gesehen mit dir und habe dann die Regeln erkannt und habe es dann ganz anders angeschaut. Mhm. Also hast du das Gefühl, Schwingen ist schon, die Leute kommen draus? Ja, ich sage mal, so ein bisschen grobe Zeug kommen sicher die meisten draus, was eigentlich das Ziel ist von einem Gang, dass einem auf den Rücken gebracht werden. Aber ja, dann so ein bisschen mit den ganzen Gedanken, mit einteilen, wieso und warum und ob es auch 10 war, wieso nicht. Ja, da ist vielleicht auch nicht immer ganz nachvollziehbar, auch wenn man nicht permanent mit dem Schwingen zu tun hat. Das ist natürlich begreiflich. Und darum ja, kommen da vielleicht schon nicht ganz alle super draus. Aber ich sage, die regelmässig an Schwingfest gehen, die wissen schon, wie es läuft. Mhm. Also eben, du sagst jetzt, eben, ihr werdet eingeteilt. Das heisst ja nicht immer, dass jetzt unbedingt die Stärksten gegeneinander antreten. Das sind so Einteilungsrichter, die sagen, du musst dann gegen den. Und dann liefert der Schwingsport natürlich im Voraus und auch im Nachhinein extremen Diskussionsstoff für die Medien. Wie ist denn das gewesen? Und das geht doch nicht und alles. Also wie gehst jetzt du mit dem um, wenn jetzt dir mal ein Gegner zugeteilt wird, wo du jetzt halt nicht so gern hast? Was machst du denn anders? Mental? Ja, gar nicht. Immer gleich. Bist du immer genau gleich? Nein, das ist, wenn du darüber die Teile Gedanken machst, das ist Energie, die du verbrötelst, die du anders einsetzen kannst. Da nützt es nichts. Und schlussendlich, wenn du am Abend gewinnen willst, musst du einfach die nehmen, die du bekommst. Fertig. Und wenn im Nachhinein so über einen Sieg von dir jetzt zum Beispiel getratscht wird, ja, eben, das ist wegen, oder das ist nicht so viele Punkte gewesen und was auch, es wird ja extrem viel geschrieben, immer. Kommst du das überhaupt mit über? Oder ist dir das egal? Gut, das sind auch Medien, wo sowieso alles ein bisschen dramatisieren, das ist jetzt gleich welches Thema. Und von dem her, die lese ich schon gar nicht, darum kommen wir es nicht so mit über. Lesest es nicht, und, eben. Ist mir eigentlich auch mittlerweile egal. Ja. Und jetzt bist du bei den letzten zwei eidgenössischen Schwing- und Elplerfest. Da hat man dich ja schweizweit immer als Favorit gehandelt. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch einen gewissen Druck macht natürlich. Man hat gedacht, das wird jetzt der Schwingerkönig. Dann hat es nicht ganz gelangt. Dafür räumst du alle diverse andere Schwingfester ab. Und jetzt ist ja dann im 2025 ist das nächste eidgenössische. Das ist im Glarnerland. Ist das schon präsent bei dir im Kopf oder ist das noch weit weg? Nein, ich mache mir eigentlich wirklich im Moment noch null Gedanken darüber. Weil nächstes Jahr haben wir wieder ein cooles Schwingfest mit eidgenössischem Charakter. Das ist das eidgenössische Jubiläumschwingfest, das in Appenzell stattfindet. Und dann hat sicher da jetzt im kommenden Winter und für die ganze Saisonplanung und Trainingsplanung hat da Priorität. Da wird man alles auf Appenzell ausrichten. Klar, irgendwo ganz weit hinten ist das Eidgenössisch sicher drin, das ist klar. Aber der Hauptfokus liegt wirklich jetzt im Moment nächstes Jahr auf Appenzell. Und nächstes Jahr um diese Zeit geht es dann ums Eidgenössisch. Jawohl. Und jetzt hat unsere... Warten wir noch schnell. Jetzt hat unsere Numerologin hat im Podcast von CLK im 21, dass der Samuel Giger laut seiner Zahlenkonstellation im 2025 dann erwachsen sei. Also das ist ja mal eine Prognose, oder? Ja, bin ich noch nicht erwachsen. Was ist erwachsen? Vielleicht hast du dann auch schon Familie, wer weiß? Das ist möglich, ja. Also das ist jetzt gerade nochmal ein Druck, oder, wenn sie das gesagt hat? Nein, das ist kein Druck. Also ich bin erwachsen. Ich glaube, mit 18 ist man sicher volljährig. Da ist man ja noch nicht vielleicht geistig vielleicht noch nicht ganz erwachsen, aber da bin ich mittlerweile ganz sicher. Also dann heisst, dann wärst du dann 27, oder? Richtig, weißt du, man sagt, Männer brauchen manchmal ein bisschen länger. Jetzt kommen wir nochmal zu der Vega, die Weinfelder Gewerbeausstellung, wo wir jetzt hier gerade sind. Was hast du da für eine Beziehung dazu? Sag mal. Ja, ich denke, etwa so eine Beziehung wie alle haben, die in der Region Weinfelder aufgewachsen sind. Also wir sind natürlich als kleine Kind, wie man heute auch einen Haufen sieht, mit der Familie haben wir die Vega dürfen. Es war natürlich cool, durch die ganzen Stände durchlaufen, irgendwo vielleicht noch Büchse schiessen. Der Bruderstand war natürlich auch immer ganz wichtig. Dort hat es immer Landmaschinen gegeben, zum Spielen. Natürlich war auch immer ein Highlight. Und da ist die Beziehung gewachsen. Man hat
ja, Vega ist einfach immer, ist immer und da ist man halt immer gegangen und darum ist da ganz coole Beziehung. Und Bahnen fahren und so gehst du auch? Ja, mittlerweile nicht mehr so. Also da habe ich ja ein Erlebnis, das sage ich Ihnen, meine Damen und Herren. Also ich verträge das nicht so, die 8 Bahnen. Und dann haben meine Kolleginnen in der Jugend einmal gesagt, ah, du hast doch nur Angst und so. Dann bin ich mitgegangen und es hat mich gerade umtischt und dann bin ich ein paar Stunden später irgendwie in einem Hotelzimmer da hinten um die Ecke wieder aufgewacht mit allen meinen Kolleginnen rundherum und die haben gefächert und gemacht und seitdem hat mich nie mehr jemand gefragt, ob ich an den Weg gängige 8 Bahn fahren. Das ist so mein Erlebnis. Jawohl. Jetzt bist du ein Modellathlet, Samuel. Du bist eben 1,94 gross, 123 oder 120 Kilo, wie du jetzt gesagt hast. Also ich kann mir vorstellen, nach einem so einen Sieg, den du jetzt angelegt hast, da stehen potenzielle Sponsoren Schlangen. Ist das so? Ja, es sind sicher die ein oder anderen Anfragen gekommen für ein Sponsoring. Aber jetzt eben im Moment habe ich gerade noch ein bisschen bin noch vor in der Ferien. Da sind also wo noch nicht. Zuerst noch eine Woche in den Bergen, ein bisschen wandern. Und nachher sind wir noch eine Woche am Strand, mal wirklich gar nichts tun. Mhm. Und jetzt wieder retour, ja. Und vor Ort ist wo? Mallorca. Mallorca bist du gewesen. Aha, jetzt wieso? Jawohl, also eben, es geht noch, sagst du, wegen der Sponsoren, aber das Management macht ja deine Familie. Also ich würde sagen, das ist super, oder? Weil die mögen einem alles gönnen, wenn Manager die Familie ist. Das heisst, jetzt ist natürlich das Telefon glüht bei euch. Sind Sie nonstop also, am Telefon abnehmen? Nein, das meiste kommt schriftlich per E-Mail. Und dann macht alles Michel. Und jetzt ja, jetzt die 2 Wochen nach dem Unspunnen ist schon sehr viel gekommen. Muss ich also sagen, nicht nur Sponsoring-Anfragen, ganz Haufen Gratulationen und Anfragen vielleicht für das Aussen-Event ist das wirklich sehr viel gekommen, aber sie hat das super gemacht. Sie hat da mittlerweile alles bearbeitet und beantwortet. Und jetzt wird es sicher wieder ein bisschen ruhiger. Jetzt ist dann auch das Schwingen, jetzt, also im Winter ist in den Medien nicht mehr ganz gleich präsent. Da merkt man dann auch mal recht gut. Dann sind so Anfragen auch weniger. Und von dem her schon gut. Aber was machst du denn so in dieser Pause? Eben, du sagst jetzt, der April 24 ist wichtig für dich, oder? Hast du jetzt vorher erwähnt. Was machst du jetzt in dieser... Wie läuft das? Was macht ein Schwinger in dieser Saison? Also du meinst September? Nein, also was machst du jetzt die ganze... Also im September? Ist Appenzell, ja. Ist Appenzell. Aber, also ja, aber was machst du jetzt den ganzen Winter durch? Das meine ich. Wie trainierst du da? Ja, da trainiere ich etwa 4-mal in der Woche schwingen. Gleich noch? 4-mal? Ja, ja. Also im Winter ist immer mehr Training als im Sommer. Okay. Da ist so das Aufbautraining das Ganze. Da probiert man auch in der Technik sich wieder weiterentwickeln. Also sind im Winter sind sicher irgendwo 4-mal schwingen und da kommen noch irgendwo 3-4-mal Athletiktraining dazu in der Woche. Plus dann noch Regenerationsmaßnahmen, irgendwo ein Mentaltraining sollte auch noch Platz haben. Und dann ja, ist eine Art Woche recht gut ausgefüllt. Und so geht das bis irgendwo ja, Anfang April, Mitte April ungefähr. Und dann ja, nachher am Anfang Mai fängt dann schon Kranzfest wieder an und dann tut man das Training ein bisschen vom Volumen her ein bisschen retoschrauben, weil er dann am Sonntag Schwingfest ist. Dann sollte man dann auch erholt sein natürlich. Ja, und dann kommt nachher der Sommer, die Saison. Dort ist ein bisschen weniger Training, dafür Schwingfest und dann läuft das so bis im September. Dann sind wir wieder gleich, wie wir jetzt sind. Dann haben wir nachher ein bisschen Pause. Und dann im Oktober geht das Training wieder los und so Jahr für Jahr. Und du bist ja auch noch ein LKW-Chauffeur. Mhm. Also gelernt bist du mal Zimmermann und jetzt bist du LKW-Chauffeur, hast das Pensum vom Arbeiten abgeschaltet. Von 80% bist du auf 40% ab. Also 2 Tage in der Woche bleibt das so. Ist ja, das perfekt das so, jetzt ja. Für den Moment? Ich denke, jetzt ist das gut gegangen so. Ich habe wirklich ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Luft auch für den Sport. Und Sport ist im Moment, sage ich, die Möglichkeit dazu hat, um dort Vollgas zu geben, was ich da auch machen. Darum hat der Sport einfach absolut die erste Priorität, wirklich vor allem. Und ja, da natürlich einen Top-Arbeitgeber, der mir das so ermöglicht. Und da bin ich auch sehr dankbar darüber.
Und da lassen wir jetzt mal so weiterlaufen und dann schauen wir, wie es kommt. Mhm. Ja, weil wir haben auch schon über die Ernährung geredet, Samuel und ich, meine Damen und Herren. Und wenn wir jetzt hier gerade am Stand sind von Lidl Schweiz, dann nimmt mich das natürlich schon Wunder. Du hast gesagt, eben, wenn ihr schwingen, dann geht so ein Gang etwa 6 bis 8 Minuten. Mhm. Manchmal auch nur ein paar Sekunden, wenn der Samuel Giger wenn der Samuel Giger kommt. Und dann hast du mir gesagt, ja, eben, da ist eben wichtig, dass man dann Kraft wirklich gezielt auf die paar Minuten kann abrufen kann. Darum ist, du esst viel Kohlenhydrat und immer wieder. Mhm. Also kannst du das ein bisschen konkreter erklären? Wie ernährst du dich? Wenn? Jeden Tag immer wieder? Ja, also sag, wenn, jetzt, wenn ich nicht arbeiten gehe, dann ist am Morgen irgendwie um 8:30, 9 fängt das Training an, dann schaue ich, dass ich irgendwo sicher eine Stunde vorher vielleicht eine Scheibe, 2 Brot zum Beispiel etwas gegessen habe, dass etwas im Magen ist, aber noch nicht zu viel. Und dann ist nachher Training, dann kommt das Mittag und dort ist nachher ja, irgendetwas Teigware oder Herdäpfel oder Reis, je nachdem, mit etwas Fleisch dazu, etwas Gemüse. Aber nicht ganz so viel, wie ich aus dem Arbeiten bin. Dafür irgendwo Mitte Nachmittag nochmal etwas und dann, wenn am Abend Training ist, dann vor dem Training sicher nochmal etwas. Also auch eben etwas heisst irgendwo Kohlenhydrate, Teigwaren, ein bisschen Ballaststoff mit Gemüse. Dass einfach sicher genug Energie rum ist. Dann kannst du im Training wieder Vollgas geben. Und dann nach dem Training nochmal etwas Kleines. Und dann ist einfach eigentlich die gleiche Menge besser über den Tag verteilt. Mhm, interessant. Jetzt haben wir hier noch ein paar Fragen von den Lidl-Fans, die online erfahren haben, dass du heute da bist. Und jetzt habe ich mir ein paar Fragen vom Publikum rausgepickt. Also sie möchten zum Beispiel gerne von dir wissen, was ist dein Lieblingsplatz in der Schweiz? Kannst du dich da überhaupt entscheiden? Ja, vielleicht so den Lieblingsplatz gibt es nicht. Also ich sage, die Schweiz ist ein wunderschönes Land. Also da gibt es ganz einen Haufen schöne Plätze. Mhm. Aber ja, man fühlt sich vielleicht dort am wohlsten, wo man aufgewachsen ist, wo man daheim ist. Vielleicht haben wir auch Vielleicht kann man da als Lieblingsplatz sagen. Also der Thurgau, Ottoberg, wo du wohnst? Ja, schon dort, die Region Weinfelden. Aber es gibt ganz einen Haufen schöne Plätze. Vielleicht habe ich den Lieblingsplatz noch gerne gefunden, weiss es nicht. Mhm. Jawohl, dann wird gefragt, was begeistert dich an deinem Sport? Ja, Begeisterung ist ganz klar der Wettkampf Mann gegen Mann. Also man schaut wirklich in einer kurzen Zeit, wer ist in dem Moment taktisch besser, stärker, geschickter. Das fasziniert mich sehr und dann das ganze der Weg bis dort an, also das ganze Training, was alles braucht, hinten dran, das fasziniert mich auch sehr. Mhm. Dann, was war dein peinlichster Moment, den es je gegeben hat an einem Schwingfest? Hat es da überhaupt schon gegeben? Ich glaube, wenn es einen richtigen, eingefressenen, peinlichen Moment gegeben hätte, dann wären wir da in den Sinn gekommen. Nein, ich glaube, es ist bis jetzt immer gut gegangen. Ist alles gelaufen wie geschmiert bis jetzt. He? Du hast mir auch erzählt, als ich dich mal nach dem Ritual von Samuel Giger gefragt habe, vor einem so einen Schwingkampf, oder? Was machst du da einmal? Dann hast du gesagt, ja weisst, dann gehe ich einmal zum Brunnen Wasser holen und tue so über den Kopf und in den Nacken. Und dann habe ich natürlich Schwingen geschaut. Aber das machen ja alle. Das machen ja alle dort, oder? Hast du nicht irgendein Ritual, das nur du persönlich hast? Würdest du das nicht verraten, gell? Nein, ja, wirklich. Ich bin auch nicht abergläubisch. Also, sag, wenn ich irgendwie ein Ritual einbaue und dann irgendwas aus einem Grund vergessen ist und dann kommst du während dem Gang in den Sinn, dass du das vergessen hast, dann. Nein, ja, ich habe kein Ritual. Oder irgendeine Musik, die du immer hörst, bevor es losgeht oder so, gibt es das nicht? Molly, ich lasse schon Musik, ja, aber ich habe Kopfhörer. Ich habe Kopfhörer auch schon daheim vergessen, dann kann ich nicht Musik hören. Von dem her ist das nicht ein festes Ritual. Gibt nicht einen Song oder so. Also, und sonst erschmunzeln, sonst verratet das nicht. Also ich danke dir vielmals, dass du dich da meine Fragen gestellt hast, Samuel. Und ich würde sagen, wenn wir da gerade live vor Ort sind in Weinfelden, dann bitte ich euch um einen riesengroßen Applaus für den Samuel. Danke mal. Merci. Merci vielmals. Schön war es hier, speziell eine andere Atmosphäre, gell, Samuel? Mit einem blauen Langarm-Oberteil und grünen Hosen vermisst. Falls das jemand sieht, gibt es auch Infokäufe.
Das war jetzt eine wichtige Durchsage. Da sind wir gerne ruhig. Ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und zeigst der Schweiz, was du alles kannst. Weiterhin, gell? Weiter so. Und der Samuel tut sich jetzt bereit, erklären, noch Autogramm zu geben für Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie da noch möchten vorbeikommen. Ja, räumen hier schnell Kameras ab und alles, aber nachher freuen wir uns auf Ihren Besuch und wir wünschen Ihnen noch ganz schöne Vega. Bis nächstes Mal vielleicht. Alles Gute. Ade miteinander. Tschüss. Ciao, merci. Losen lohnt sich.